Ein Spiel, zwei Gesichter. Mario Basler, das eine. Das andere, Thomas Müller. Pfarrer und Fan, beide unter Strom. Ach, Junge, schlecht gespielt. Ganz nah beisammen zwei Herzen für den FCK. Ein Erfolg muss her, unbedingt, aber so einfach ist das nicht. Laudern gewinnt, also dreimal Helmsieg. Die Lage, die Nerven, alles ist angespannt. Alle fiebern mit, in der Sportsbar, direkt am Bahnhof in Pirmasens. Für die, die im FCK-Trikot kommen, gibt es sogar ein Freibier. Und es kommen viele, nach den guten Spielen zuletzt. Aber sie fürchten die Drittklassigkeit. Wenn so kommen würde, hätte ich vielleicht die Hoffnung, dass irgendwann mal jemand anruft und sagt, ich soll dem FCK helfen. Weil dann wäre es natürlich auch immer an der Zeit, wirklich Menschen zum FCK zu holen, die vielleicht für den Verein was übrig haben und die sich vielleicht auch im Fußball ein bisschen auskennen. Wenn der FCK runtergeht, die Fans bleiben ein, zwei Jahre treu, aber wenn dann nur noch so ein Mist gespielt wird, dann laufen die auch weg. Ja. Dann sind wir ruiniert. Es ist ein Gefühlschaos. Für Pfarrer Müller wie für Ex-Profi Basler. 90 Minuten lang. Auch für sie ist der FCK mehr als nur ein Fußballclub. Für uns Pfälzer gibt es nur einen Verein. So, und das ist der FCK. So, und es wird bis an unser Lebensende so bleiben. Dann passiert, was nicht passieren darf. Rückstand. Kaum noch Zeit. Rote Karte obendrauf, Unterzahl. Zum Verzweifeln. Das Ende scheint nah. Also wenn sie das Spiel heute, wie auch immer, nicht drehen, nicht gewinnen, dann können sie natürlich schon sehr, sehr eng werden. Also ich habe die Hoffnung, heute vor dem Spiel gehabt, wenn sie es gewinnen. Tor. Das 1:1. Plötzlich ist sie wieder da. Hoffnung. Ein paar Minuten, aber dann ist Schluss. Zu wenig. Das war's. Wieder zwei Punkte verschenkt. Pfarrer Müller, am nächsten Tag muss er auf die Kanzel. Hoffnung verbreiten, die Basler schon nicht mehr hat. Und um das realistisch einschätzen zu können, glaube ich, oder würde ich mal sagen, nicht machbar. Aber morgen ist Konfirmation, dann geht es mehr um welches Vertrauen wir in junge Menschen setzen. Ne? So wie hier. Da ist sie dann doch noch, die Hoffnung, im festen Glauben auf ein Fußballwunder.